herzlich willkommen zur Safari. Herzlich willkommen zum Serengeti Park Video 2020. Der Tag im Serengeti Park beginnt mit einer spannenden Fahrt durch die Serengeti Safari, in der ihr viele Tierarten begegnet und das ziemlich nah und authentisch. Aber Vorsicht, manches Tier führt auch Verkehrskontrollen durch, also Ausweis bereithalten. Nun starten wir eine abenteuerliche Fahrt mit der Dschungelsafari. Ich sage erstmal recht herzlich willkommen auf der Dschungelsafari-Tour. Mein Name ist Fabian und wir sind jetzt ca. 20 Minuten unterwegs. Streifengenuss ist einer der größten Betrüger, die es gibt. Denn das sind gar keine Streifen, sondern Hautfalten. Brennmaterial verwendet und das Urin bei den Damen als Hautpflegemittel. Gibt's auch bei Rossmann, steht Orea drauf. Aufpassen, was ihr kauft. So nah ist und kann 7 Meter weit gucken, dafür besser hören und riechen. Ja, meine Lieben, jetzt hört euch mal das hier an, hier beschreien die Löwen schon an euch. Oder auch nicht. Technik, die begeistert, gibt's noch kein Wasser. Das Wasser kommt später. Wollt ihr eigentlich nass werden? Ja, ne? Wollen wir sagen, ja, bitte? Ja, ganz hinten? Ja oder nein? Nein! Warum denn nicht? Ja, da sind wir bei der wilden Hilde. Die wilde Hilde ist ein Spitzmaulnashorn. Und diese Frau hatte vor ca. 2 oder 3 Jahren Stress mit ihrem Freund. Sie hat rumgezickt, darauf hatte er keinen Bock. Er hat sich von ihr getrennt, jetzt sitzt sie hier Single und ist ganz allein. Falls ihr mal nach einer Freundin sucht, ne? Komm da. Ja, da sind wir auch schon mal. Bibi, das ist der Ex-Freund mit den Rudolfs. Und wenn der Typ da oben runterfällt, ist die kaputte Hose das kleinste Problem. Ich sag dazu nur XXL-Zöpfchen. Wir fangen hier Flussfeld, heute ist Badetag. Papa im Wasser, so man kann los und Mama darf nicht. Denn Mama hat eine sehr, sehr starke Blasenentzündung. Jetzt guck mal, Popo erstmal macht es. Und dann dreht der Schwanz sich im Kreis vor Schmerzen. Was ist los? So, schafft, ne? Naja, von der Marke halte ich ja nichts. Das ist ein richtig gutes Zeug für die Haare. Bekannt ist der Serengeti Park unter anderem für seine vielen Safaris. Hier die Splash Safari in Speedbooten. Ein wirklich atemberaubendes Abenteuer voller Nervenkitzel. Musik.
aber noch viel nasser. Die Black Mamba Jetboot Flucht. Unglaublich, diese Drehungen. Dann doch lieber eine Fahrt in den Florida-Airbooten der Aquasafari. Los geht's! Ich muss den Sender suchen. So, dann starten wir die Motoren. Ein herzliches Willkommen bei uns hier. Unsere GT-Park und Namen bei unserer Aquasafari AIDA Rundreise. Und da unten liegt ein richtiger Löwe. Ja, ein Löwe. Den haben wir nämlich heute bei uns im Friseur geschickt, haben wir die Haare geschickt. Wir sagen mal, der ist ein Tischer. Aber keine Sorge, ist Veganer. Der mag kein Fleisch. Der mag eigentlich nur kleine Kinder mit Rettungsweste und Kopfhörer. Tja, dann tut mir dann wieder leid für die erste Reihe. Auf der rechten Seite kommt Gustav. Gustav ist ein Wasserbüffel und er versucht uns wirklich schon seit Jahren einzuholen, aber er ist nicht mehr der Jüngste. Denn jetzt startet er voll durch, aber er schafft es sowieso nicht, uns einzuholen, weil spätestens bei den Treffern knallt er wieder dagegen und bricht sich die Nase. Ja, meine Güte nochmal, wegen einer dicken Fußabtritte. Da muss er mit dem Zugröße 396 sein. Also wollen wir hoffen, dass der uns nicht noch begegnet, aber ich ahne wirklich Schlimmes. Ja, den Fuß hat er wieder an den Autos ausgelassen. Ja, die Dinger hatten gestern noch TÜV, also der Zug ist abgefahren. Oh, da ist er, der Banana Joe, dann man sieht, der hat eindeutig viel zu viel Fruchtsaft getrunken und das müsste wieder loswerden. Oh, es regnet einmal voll hinein. Oh, lala. Und da ist unser Anna. Ja, Anna denkt, die wäre heute ein Lama, denn die will euch rausgucken. Anna, Mann. Und oben rechts sind sie, die Rettungsschwimmer von Malibu. Und David Hesseldorf, der hat wieder eindeutig viel zu viel Kaffee getrunken, denn der pinkelt ins Wasser. Pfui. Aber guck da mal hin. Also angehen kann er damit nicht, ey. Aber ich schätze mal, es ist albern und zu kalt. Die Männer kennen das, ne? So langsam der Schnellfahrt, aber wir haben ja auch irgendwo noch Blauwale. Ach, da war schon einer. Und jetzt geht's los. 3, 2, 1 und let's go. Jetzt kannst du was filmen, das schwöre ich dir. Denn da kommt er vor, der Rundfunkwerbe Kilkorn. Unser romantischer Wassertunnel ist ja nicht schön, aber keine Sorge, wir haben ja Dach über den Kopf, da passiert nichts. Ja, meine Lieben, es ist nun mal so, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, denn unsere Aqua-Safari oder AIDA Rundreise nähert sich auch schon wieder die Welt. Und hier die Neuheit 2020, die Bigfoot Safari. Einmal Monster Truck fahren, hier könnt ihr es. Spannender Safari mit einem Quad. Ja, auch das könnt ihr hier.
quer durch Afrika. Dauernd muss das Auto repariert werden und jetzt kommt ihr daher und blockiert mir den Weg mit eurem seltsamen Fahrzeug. Aus dem Weg! Der Atlantik ruft! Wenn ihr wollt, nehmen wir nachher noch mal euer Auto dafür. Oh. Der Serengeti Park bietet euch auch viele Safaris zu Fuß. Hier als erstes die Jurassic Safari. Als nächstes ging zur Eiszeit Safari. Hier begegnet ihr Tieren aus dieser Zeit. Und gar nicht aus dieser Zeit sind die Tiere der Zukunft. Hier seht ihr Tierarten, wie sie einmal aussehen könnten. Ja, wie gesagt, könnten. Der Serengeti Park bietet euch auch viele Fahrgeschäfte, vom Kinderkarussell bis zur Achterbahn, von der Schiffsschaukel bis zum Breakdancer, vom Topspin bis zum, ach, seht einfach selbst. Das Highlight hier ist der Höllenblitz. Diese Achterbahn ist die größte transportable Indoor-Achterbahn der Welt und gastiert in dieser Saison im Serengeti Park. Hier könnt ihr einmal so oft durch den Mienstollen rasen, wie ihr möchtet. Übrigens nennt sich der Höllenblitz hier im Park Safari Blitz. Thank you.
wunderbaren Neuheit von Technical Park in diesem Jahr im Serengeti Park, Batukai Racer, was auf Deutsch wohl Nashorn heißt. Auch ein Highlight unter den Fahrgeschäften ist der Tkumba Twister. Das war unsere Abenteuerreise durch den Serengeti Park. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!